Ehrlich gesagt, die Technologie an sich ist zwar spannend, aber was mich viel mehr fasziniert, sind die Anwendungen, also das, was man mit der Technologie machen kann. Und gerade wenn ich da in den Bereich Medizintechnik schaue, in den Bereich Luftfahrt schaue, Raumfahrt gucke und so weiter, da gibt es wunderbare Anwendungen, die bisher kaum möglich waren, kaum vorstellbar waren und die man jetzt mit der additiven Fertigung einfach von einer Idee in die Wirklichkeit überführen kann. Und wenn dann am Ende Patienten eine bessere Versorgung haben oder wir ökologisch unseren Fußabdruck reduzieren können mit der additiven Fertigung, dann bin ich Fan. Weil sie eins voraussetzt, und das ist eine Bereitschaft, Dinge neu zu denken. Ja? Also es geht ja nicht nur um die Herstellung, sondern es beginnt ja bei einer Idee. Und wenn ich lediglich versuche, etwas Bestehendes mit additiver Fertigung etwas besser zu machen, dann scheitert die additive Fertigung meist aus Qualitätsgründen, aus Kostengründen, aus verschiedenen anderen Gründen. Das Entscheidende ist, eine neue Idee zu haben, etwas Neues zu denken, etwas Neues zu erfinden und dafür dann die additive Fertigung zu verwenden. Und das ist es, womit wir uns so etwas schwer tun, denn das bedeutet Mut, das bedeutet Risiko, das bedeutet Kosten, das bedeutet auch manchmal Scheitern. Ja? Also es ist ein schmerzhafter Prozess, aber nichtsdestotrotz ist das der notwendige Prozess, um wirklich Innovation zu erreichen und damit auch tatsächlich von den Vorteilen der additiven Fertigung zu profitieren.